So, das haben wir erfolgreich eliminiert. A Goblin Army has arrived. So, die ist jetzt mittlerweile da. Das ist nicht gut für uns. Also nicht gut für unsere Dorfbewohner da oben. Aber uns kann es erst einmal Wayne sein. So, ich bin hier gerade nämlich ein bisschen farmen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt. So. Wir haben einen Verwirrt-Status. Oh, da oben sind zwei Souls. Das ist auch mal gut. Zu denen buddeln wir uns doch mal hoch, würde ich sagen, oder? So. Da noch. Oh, 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 oh. Jetzt wird's dünn hier, jetzt wird's dünn. Ey, hör mir auf. Ey, was verfolgst du mich so? Heavy Skeleton. Du Idiot, du. Du machst mir nämlich das Leben schwer. So, und dann hier. Blöcke weg, Blöcke weg, Blöcke weg. Och, ja klar, von einer Fledermaus geslain. Ich glaube, es hackt hier. Das sind zwei Souls of Night. Och Mann, das gibt's doch nicht. So, wo ist die Krankenschwester? Ja, machen die hier alles kaputt oder was? Ja, ja, ja. So, heal mich mal. Zack, 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 zack. So, greifen die eigentlich unsere Bewohner weiterhin an, wenn wir jetzt das Haus hier verlassen? Wenn wir so gesehen gar keinen Bock mehr auf Goblin-Armee haben. Ich gehe mal runter. In den Untergrund, vielleicht hilft's ja was. So. So, wo war denn hier der Ausgang? Ich glaube, bei einem großen Lavasee rechts. Hier beim Pilzbiom rechts. So. So, dann stolzieren wir mal schnell wieder dahin, wo wir gerade verreckt sind. Einerseits, um das Geld aufzusammeln. Andererseits natürlich, um die Souls abzustauben. Hopp. Sehr schön. Ja, bei der Lava verrecken doch immer so einige Viecher. Und da hinterlassen sie oftmals auch Souls. Was ich ganz nützlich finde. So, wir müssen noch weiter hoch, leider. So, sehr schön. Da haben wir zwei Silver Coins auch noch. Zum Mitnehmen. Na, wer meint's denn jetzt wieder mit uns böse? So, na komm mal runter hier. Ha ha. Ha ha. Wir können ja eigentlich mehr mit Magiewaffen auch arbeiten. Jetzt, wo wir hier so gut ausgestattet sind, das ist ja fantastisch. So. So, sehr gut. Aber noch ein Soul of Night haben wir jetzt gar nicht bekommen. Wow. Gehen ja wieder ab da unten. Doch wieder eine Soul of Night. Sehr schön. Jetzt gehe ich mal da runter. Wow, das sind ja gleich zwei von diesen Viechern. Wow, gleich drei. Wow, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ist ja und ach, eine Mimik auch noch. Ach, das habe ich gar nicht gesehen jetzt. Boah, hey, da geht's aber ab. Ist ja hammerhart, ist das. So, wie viele Souls haben wir jetzt eigentlich? So, 6 Souls of Night. Da geht noch was. So, ab nach unten mit uns. Zumal die Goblin-Armee noch hier oben ist. Und wir wollen ja nicht, dass die jetzt unsere Leute killen. Ich nehme mal wieder einen Heiltrank. Ich weiß, ich hätte mich jetzt bei der Nurse heilen können. Habe ich wieder mal nicht getan, weil ich zu dumm war. Also fliegen wir so runter, schlürfen den Heiltrank und dann passt das Ganze schon.
So, und da ging es wieder rechts rein. Sehr schön. Und theoretisch müsste die Mimik doch noch hier stehen, oder nicht? Nee, alles weg. Alle ausgeflogen. Keiner zu Hause hier. Oh, jetzt kommen die ersten wieder. Oh, eine Fledermaus hat eine Soul of Night fallen lassen. Das ist ja das Allerliebst. So, da ist noch ein kleiner Wurm. Na, kommt schon, Leute. Kommt schon. Da war schon wieder eine Mumie. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. So. Machen wir ein bisschen Licht hier in die Sache. Wow, 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 wow. Da ist der Riesenwurm. So, beim nächsten Mal kriegen wir den. Und ich kann mich auch schon wieder healen. Das ist perfekt. Das ist allerliebst. Zack, zack. Cursed Flame, Soul of Night. Und noch Cursed Flame und Soul of Night bekommen. Also wir haben schon wieder 9 Soul of Nights. So langsam geht's hier wieder ab. Hey, was das Zeug hält. So, ich würde sagen, wir können mal vielleicht eine Ebene runtergehen. Machen wir hier ein bisschen Randale. So. Dann da können wir auch noch platt machen. Zack. Wieder eine Cursed Flame. Na, ja, schauen wir uns einfach mal ein bisschen hier unten um. Haben wir auch länger nicht mehr gemacht. Seit einer Weile. Na nu, eine Fledermaus mit Bombe, mit Bombenslime. Immer ganz lustig. So, da oben haben wir noch Kobalt, brauche ich jetzt nicht unbedingt, wobei kann man ja verkaufen. Warum sollte ich das nicht mitnehmen, wenn man es gut verkaufen kann? Das sind ja alles nur zusätzliche Geldeinnahmen, die man machen kann. So, sehr schön. Dann hier wieder alle platt machen, platt machen, platt machen. Jawohl. Und noch die Fledermaus. Komm schon. Wow. Sehr hübsch. Hier verreckt auch wieder einiges unten. Ja, hier kommen wir so langsam an das grenzenlose Lavagebiet, möchte man sagen. Ach, jetzt habe ich hier wieder keine Waffe. Spitze. So, jetzt war es weg. Na, komm schon. Zack. Der war auch weg. Wow, wow, wow. Okay. Mal wieder einen Heiltrank schlürfen wir. Nicht, dass wir es übertreiben. Wir wollen es nicht übertreiben. Rotten Chunk bekommen. Sehr schön. Auch ganz gut. So, aber gehen wir mal wieder hoch, weil sonst finden wir uns hier nicht mehr zurecht. So. Und mal hier vor. Und dann gehen wir mal langsam runter zur Wall of Flesh. Ich glaube, das war hier lang. Zack. Hier geht es noch eine Ebene tiefer. Hier sind wir schon ein paar Mal gewesen, glaube ich. Da auch, ne? Hier müsste es doch ins unterirdische Hollow-Gebiet gehen, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Doch, ich glaube, da hinten war dann Hollow schon. Also unterirdisch zumindest. Wobei, wir müssen auch mal, fällt mir gerade ein, wir haben ja... Wir haben ja auch unseren Untergrund gefunden, beziehungsweise eine Höhle in der Hollow. Ich glaube, das sollten wir... Was ist denn das hier? Ach so, das ist nur ein Überbleibsel. Ich dachte, da ist wieder jemand gefangen, ein NPC, den wir noch nicht gefunden haben. Hätte ich ein bisschen merkwürdig gefunden, aber okay. So, Heiltrank schlürfen nebenbei. Ganz nebenbei, so... So, Cursed Flames wieder ergattert. Na, komm schon. Komm, 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 komm. Jawohl, wieder eine Cursed Flame. Sehr schön. So, dann machen wir noch einmal die Wall of Flesh. Und beim nächsten Mal würde ich sagen, wenn es wieder heißt Let's Play Terraria, begeben wir uns nochmal an den Destroyer. Und versuchen halt so langsam die Hard-Mode-Bosse zu erledigen, ganz gekonnt, wie wir so sind. Und, ja, oder machen wir das schon? Ich weiß es gar nicht. Oder machen wir eher erstmal unsere Ausrüstung? Also ich würde eher mal das Reforge machen, das Plus-Defense-Zeug. Also auf alles auf Warding setzen. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Ich denke mal, das hilft uns auch ziemlich. Gerade wenn wir mit Magiewaffen kämpfen, weil das ist doch dieser Plus-Damage-Effekt bei Menacing. Ich glaube, der
Also ich kann mich auch irren, aber der müsste sich doch theoretisch nur auf physische Waffen beziehen, oder? Also auf Schwert und nicht auf magische Waffen, wenn wir dem Destroyer mit Magiewaffen zu Leibe rücken. Deshalb würde ich lieber auf alle meine Accessories sozusagen Warding drauf forgen, damit wir einfach mehr Defense haben. Damit wir vielleicht auf 70 Defense kommen oder so. Keine Ahnung. Hoffe ich doch mal, dass es so viel ist. Werden wir sehen. So, jetzt schmeißen wir erstmal wieder eine Voodoo-Doll hier runter. Zack. Ins Loch damit. Und dann geht's auch schon wieder los. So, haben wir irgendwo unsere Pistole? So, diese Godly Laser Rifle, da haben wir sie. Die würde ich doch eher bevorzugen. Die geht natürlich richtig ab, finde ich. So. Und ich würde sagen, die könnten wir auch beim Destroyer mal probieren. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich denke mal, die könnte auch beim Destroyer gut reinhauen. Wobei, da könnte vielleicht, ja, unsere anderen Waffen wieder mehr reinhauen. Damit meine ich zum Beispiel das Demon Sight, weil das ja mehrmals trifft einfach, oder die Water Bolts. Und dann müssen wir nur noch zusehen, wie wir ausweichen. So. Na komm schon, jetzt macht's schnell. Aua, aua. So, hier hatten wir das letzte Mal besiegt, die Wall of Flesh. Na, komm schon. Zack. So, was hat sie denn hier wieder fallen lassen? Ach, wieder nichts Gescheites, wie es aussieht. Schade. Ja, Healing, Potion, was weiß ich, nicht alles. Nur nicht das, was wir brauchen eigentlich. Och Mann, das ist doch ärgerlich langsam. Blinkroot, Rotten Chunk, Ebonstone Block können wir eigentlich weghauen erstmal. Agile Breaker. So, den Breaker haben wir auch wieder also. Aha. Ja, hier ist die Healing Potion. Die Herzen brauchen wir ja nicht unbedingt. Ja, So, ja, wieder nichts geworden mit diesem Warding-Emblem. Gehen wir mal wieder zurück und gucken mal, wo der Clown ist, den wir reforgen können. Ach, hier geht's immer noch los mit Goblin-Armee. Ich glaube, die müssen wir besiegen, oder? Sonst verschwindet die nie, oder? Kann das sein? So, ja, Goblin-Armee. So, die Wizards natürlich sind immer die nervigsten Angelegenheiten. Die nervigsten Gesellen. So, da kommen wieder Kämpfer an, Kriegerlines. Magius was slain. Ach, hör mir auf. Mach keinen Mist hier. Ja, wenn hier so viele ankommen, ist das kein Wunder. So. Zack, zack, zack. Da unten ist auch noch ein Goblin drin. Dem machen wir mal den Weg frei. Dass er zumindest rausklettern kann hier, damit wir ihm auf die Fresse hauen können. So. Ja, da kommt wieder ein Zauberer. Auch ganz klar. Zack. So, alles durchmetzeln hier ist ja kein Problem, die Goblin-Armee für uns. Na, kommt schon. Haha. Da gucken sie. Jetzt kommen die ganzen Bogenschützen hier von rechts auf einmal. Ist das normal? Tür auf, damit ich euch verhauen kann. Ich komme darunter geflogen. Okay. Okay. Ja, jetzt ist ja gut hier. So, jetzt müsste aber irgendwann mal besiegt sein, wie ich finde. Irgendwann. So. Ach, jetzt war es schon wieder einer slain. Edmund, unser Shopverkäufer. Nein, hör mir auf. Und der Gnome ist bestimmt auch schon geslaint worden. Weil ich den nirgendwo sehe zum Reforgen. Meredith was slain. Ach nein, jetzt sterben hier alle.
Mann, nur wegen euch blöden Goblins. Hört mir jetzt auf hier, haut mir ab. So, wie viele denn noch? Jetzt wäre langsam mal der Zeitpunkt gekommen, wo es wieder gut ist hier. Mit Goblin Army has been defeated. So, a Goblin Army has been defeated. Ist ja sehr schön. Gut, dann nur noch die Verbleibenden besiegen hier. Ach, jetzt ist er da. Zack. Da kommen noch welche. Der Rest vom Schützenfest, der will auch nochmal. Ja, also, haben wir sie doch noch besiegt. Ist ja fabulös. Na, wunderbar. Gut, dann verkaufen wir mal ein paar Sachen hier im Shop. Die anderen haben ja auch einen Shop, wo wir was verkaufen können. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Pornhammer? Den brauchen wir nicht mehr. Demonic Magic Dagger brauche ich eigentlich auch nicht, oder? Very fast, very weak, knockback, uses 6 Mana. Sharp Breaker Blade. Ja, das würde ich mal verkaufen. Da haben wir hier auch noch eins. Agile Breaker Blade. Zack. Was haben wir noch so? Wire Keen Adamantite Glavy. Ja, die behalten wir erstmal. Dual Hook können wir verkaufen. Was denn noch? Was denn noch? Kobalt Ohr 56. Ah ne, das behalte ich erstmal. Mithril Ohr können wir verkaufen. Aber der ist ja viel wert. Der Demonic Magic Dagger, der ist ja haufenweise wert. 32 Gold, ist das echt so? Echt so ein wertvolles Teil? Damit kann man doch nichts machen, oder? Ja, damit kann man nur rumwerfen. Der verbraucht 6 Mana, das ist nicht viel. Aber ob das der so viel wert sein soll, verstehe ich nicht, okay. Wow. Schade. So, was haben wir denn hier noch? Ach, hier, 42 Gold haben wir schon wieder. Da können wir hier mal stacken. Oh, wir haben einen Platinum-Coin erhalten. Das ist ja schön. Unser erster Platinum-Coin. Ja, den halte ich mir natürlich in Ehren. Das Gold kommt natürlich auch hier rein, so. Und Kupfer und Silber können wir ja behalten erstmal. Platinum-Coin ist ja richtig nice. Gut, was können wir denn hier noch stacken? Hier haben wir bestimmt auch jede Menge, was wir ablegen können. Zack. Rotten Chunks haben wir genug. Und Spiky Balls, okay. Mithril Ores. Die Ores, die hatten wir doch hier liegen, nicht wahr? So, Mithril Ore kommt da hinein. Sehr schön. Cursed Flame, hatten wir den nicht auch schon? Damit doch. Ach, wir haben schon 99 Cursed Flames. Ach, machen wir noch ein Stack auf da. So, was brauchten wir denn für den Mechanical Worm Soul of Night? 7 haben wir. Rotten Chunk brauchen wir 6. Okay, dann nehme ich mal wieder welche raus. 5. Wo haben wir die anderen jetzt hingetan? Rotten Chunk. Ah, da, 99. Sechs, sieben, nee, ach Quatsch, was will ich denn hier? 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich, brauchten wir. Die kommen mal wieder hinein, so. 6 Rotten Chunks, 7 Souls of Night, dann 5 Kupfer. Wo haben wir Kupfer? Da. 1, 2, 3, 4, 5, zack. Und Eisen brauchen wir auch, 5. Eisen, aber ich glaube, da brauchen wir normales Eisen, oder? Die Barren. Ne, das ist das Silber. Eisen. 5. So. Ich hoffe mal, so funktioniert. Oder brauchen wir 5 Kupferbarren? Ich glaube, das funktioniert noch nicht ganz. Wo ist denn der Guide? 5 Kupfer. Der ist weg. Oh. Haha, das Messer ist ganz schön gut. Ne, brauchen wir Kupferbarren? Oder Eisenbarren. Ich glaube, Barren waren es nicht. So, dann tun wir mal wieder nein. Eisen haben wir aber nur 2.